Leute, zu später Abendstunde muss ich euch unbedingt noch eine mega fette Apex Legends Info mit ins Bett geben, sage ich mal. Wir haben es jetzt deutlich nach 22 Uhr, als ich dieses Video mache, keine Brille auf, nochmal schnell aus dem Bett gehüpft, weil ich eine richtig geile Information gefunden habe, die ich euch unbedingt sagen muss. Und es ist eine Information, die ich mir schon lange, lange wünsche, auch wenn ich weiß, dass es einige von euch gibt, die das vielleicht nicht so feiern. Aber es ist was, was gerade in der Testphase ist von einigen Spieltestern bei Apex Legends, was die Einzigartigkeit und die Unberechenbarkeit von jeder einzelnen Legende auf dem Schlachtfeld deutlich verändern wird. Denn das Perk-System aus der mobilen Version soll tatsächlich kommen. Es steht noch nicht fest, wann, aber es scheint festzustehen, dass es kommt. Und das finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Wir sollten Stand jetzt aber davon ausgehen, dass es sein kann, dass das für Ranked Matches geschlossen ist. In der mobilen Version war es so, dass die Perks deaktiviert waren für Ranked. So kann es sein, dass es in der normalen Version für Ranked ebenfalls geschlossen ist. Auch wenn ich es cool finden würde, wenn es auch da ist, weil du nie so richtig weißt, wie taktisch dein Gegner agiert, weil du nicht weißt, welche Perks er mit sich trägt. Wer nicht weiß, wie das Perk-System funktioniert: Es gibt 3 Perks, die jede Legende aktiv haben kann. Und von jedem dieser 3 Perks, du hast einen Grundperk, du hast einen Finisher-Perk und du hast einen Ability-Perk. Und von jedem dieser 3 Grundperks gibt es nochmal 3 Unterperks. Und das ist richtig geil. Bei dem Finisher-Perk ist es zum Beispiel so, du setzt einen Finisher ein. Und wenn der erfolgreich durchgeht, hast du nochmal einen extra Bonus, kriegst nochmal extra Schild oder irgendwas. Für Finisher habe ich jetzt sonst keine weiteren Beispiele oder Standard-Perks. Auf passive Fähigkeiten zum Beispiel kannst du haben oder eben Ability-Perks für die ultimative Fähigkeit, wenn du deine ultimative Fähigkeit einsetzt, dass du dann nochmal verschiedene Sachen hast. Diesen Text, den ich hier eingeblendet habe bei dem Standard-Perks, betrifft tatsächlich nur die passive Fähigkeit und die taktische, und der Ability-Perk ist rein für die ultimative Fähigkeit, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich kann euch den Skill-Tree gerne mal ein bisschen größer machen. Der ist hier von Bangalore und ich möchte euch einfach mal 1, 2, 3, 4 verschiedene Perks mit auf den Weg geben, die es zum Beispiel gibt oder die es in der mobilen Version gab, die sehr interessant sind. Zum Beispiel konnte Wraith sich aussuchen, ob sie, wenn sie genockt war, sich trotzdem noch unsichtbar machen kann. Oder Bangalore konnte genockt noch Smoke raushauen. Du konntest auch einen Perk einstellen, dass Bangalore haut ja diese Smoke-Kanister raus. Das sind ja 2, die da so explodieren. Dann explodiert da noch ein 3. Und so wird der Umfang des Smokes noch größer. Oder es gibt einen Perk noch, dass du schneller während des Sprintens schneller nachlädst oder dass du durch deinen eigenen Smoke die Gegner gehighlightet siehst, als wärst du mit einem Tracker-Visier unterwegs, was sehr, sehr overpowered war und auch wäre, wenn es so voll rauskommen würde. Oder zum Beispiel könntest du gedownt als Gibby trotzdem noch deine Protection-Kuppel aufstellen. Und viele Perks mehr. Bei Lifeline war es zum Beispiel auch so, dass es einen Perk gab, der die Lifeline-Drohne raushaut und die hat dich verfolgt, wenn du weggelaufen bist. Oder eben Teammate. Und in der mobilen Version gab es auch noch dieses Revive-Schild. Da gab es zum Beispiel auch einen Perk, dass das Revive-Schild dann noch weitere 3 Sekunden nach dem Revive-Vorgang weiter da blieb, sodass du dich noch ein bisschen schützen konntest, konntest dich noch ein bisschen heilen. Oder passive Sachen wie du revivest ein Teammate als Lifeline und bekommst dann nochmal 25 Bonus extra Leben für dich selber und für den Revived und so weiter und so fort. Es gibt so viele geniale Perks. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, sonst würde das Video jetzt hier locker 20 Minuten gefühlt gehen, um das detailliert zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall eine Information, die ich sehr, sehr feiern würde und würde tatsächlich jedes Spiel nochmal unberechenbarer machen, jeden Gegner unberechenbarer machen, und du müsstest taktisch auf jeden Fall anders vorgehen. Vor allen Dingen die Zusammenstellung der einzelnen Legenden in den eigenen Squads würde auch nochmal eine andere Perspektive geben, wenn man sich so ein bisschen mit den Perks auch abspricht.
Und das wäre einfach eine absolut geile Sache. Meine persönliche Meinung ist es, dass es, also ich würde es ex wirklich extrem geil finden. Ich verstehe jeden, der sagt, okay, wenn es kommt, dann bitte nicht in Ranked, auch wenn ich das feiern würde, weil das nochmal, wie gesagt, eine andere taktische Alternative gibt. Eine ganz, ganz große vor allen Dingen. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was ihr zu sagen habt. Sollten die Perks lieber wegbleiben? Ich habe vor, keine Ahnung, von einem Jahr oder anderthalb Jahren da schon mal drüber gesprochen. Da wart ihr relativ zwiespältig zu diesem Thema, was ich wie gesagt völlig verstehen kann. Aber es würde verdammt geilen frischen Wind in dieses Spiel bringen. Also, Ladies and Gentlemen, ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wie auch immer. Je nachdem, wann ihr das Video seht, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.